Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster Geometrische Folge Grenzwert. Was du bereits wissen solltest, ist, was ein Grenzwert ist. Und wir werden uns jetzt Grenzwerte geometrischer Folgen näher anschauen. Das Verhalten einer geometrischen Folge mit Folgengliedern Qu hoch n hängt immer vom Wert der Basis Qu ab. In den nachfolgenden Beispielen werden wir jetzt jeweils die ersten vier Folgenglieder berechnen, um zu sehen, was alles passieren kann. Zum Beispiel in Teil A haben wir, dass Qu gleich 2 ist. Dann ist das erste Folgenglied 2 hoch 1, also 2. Das zweite Folgenglied ist 2 hoch 2, also 4. Dann hätten wir 2 hoch 3, das wäre 8. Und 2 hoch 4 ist 16. Wenn Qu gleich 1 ist, dann haben wir die konstante Folge, wo alle Folgenglieder gleich 1 sind. Also sind die ersten vier Folgenglieder 1, 1, 1, 1. Und wenn Qu gleich 0,5 ist, dann ist das erste Folgenglied 0,5. Das zweite Folgenglied ist ein Viertel, also 0,25. Dann hätten wir ein Achtel, das ist 0,125. Und ein Sechzehntel ist 0,0625. Auf der rechten Seite haben wir jetzt Werte für Qu, die gleich sind wie auf der linken Seite, aber mit einem negativen Vorzeichen. Zum Beispiel in A hatten wir Qu gleich 2, in D haben wir jetzt gleich Qu gleich minus 2. In dem Fall sind die absoluten Werte der Folgenglieder gleich, aber die ungeraden Folgenglieder sind negativ. Zum Beispiel in Teil D haben wir die absoluten Werte 2, 4, 8 und 16. Aber das erste Folgenglied ist negativ und das dritte. Etwas Ähnliches passiert in Teil E. Anstatt der konstanten Folge, die aus lauter Einsern besteht, bekommen wir die Folge, wo plus 1 und minus 1 sich abwechseln. Das erste Folgenglied ist minus 1, dann haben wir 1, minus 1 und 1. Und genauso in Teil F. Die absoluten Werte sind 0,5, 0,25, 0,125 und 0,0625. Aber das erste Folgenglied ist negativ und das dritte Folgenglied ist negativ. So, wir können uns jetzt auf einer Zahlengeraden einzeichnen, was die verschiedenen Fälle sind. In Teil A hatten wir, dass Qu gleich 2 ist und in dem Fall wachsen die Folgenglieder unbegrenzt. Sie werden beliebig groß und die Folge geht gegen unendlich. Und das ist nicht nur der Fall, wenn Qu gleich 2 ist, sondern immer, wenn Qu eine Zahl ist, die größer ist als 1. Hier haben wir, dass Qu hoch n gegen unendlich geht. Wenn wir für Qu anstelle von 2 minus 2 nehmen, dann gehen die absoluten Werte der Folgenglieder immer noch gegen unendlich, aber die Folge selbst geht nicht gegen unendlich, weil sich ja negative Folgenglieder und positive Folgenglieder abwechseln. Das heißt, wir können jetzt nicht einmal mehr sagen, dass Qn gegen unendlich geht, sondern wir haben einfach keinen Grenzwert. Und das ist auch der Fall, wenn Qu gleich minus 1 ist. So, die Folge Qu hoch n hat hier keinen Grenzwert.
der anderen Seite, wenn q gleich 1 ist, dann sind alle Folgenglieder gleich 1 und somit ist natürlich auch der Grenzwert gleich 1. Und wenn wir jetzt ein q nehmen, das zwischen minus 1 und 1 liegt, zum Beispiel q gleich 0,5, dann ist der Grenzwert immer 0.